Wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wir haben eine Auszeit, auf die wir alle gewartet haben, tatsächlich. Ihr habt es schon gesehen im Thumbnail, meine Hand ist gar nicht mehr drauf. Ja, sieht, oh, sieht. Wir warten auf die Sisi-Box, ne? Die Dezember-Box. Sie hatte Verspätung und hier ist sie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt drin sein wird. Ich habe Angst. Ja, aufgeregt bin ich gar nicht mehr. Also normalerweise ist es so die Mischung, ne? Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich mache sie auf. Sisi ist eine Make-up-Box. Kommt aus China. Wird aus Hongkong versandt. Und hat wunderschönes Packaging, wenn wir denn eine schöne Box bekommen. Also, wir haben tatsächlich wunderschönes Packaging. Einzigartige Sachen, die auch noch richtig toll funktionieren. Super Qualität. Eine Subscription-Box bieten sie an. Da bezahlst du 40 Euro, nee, 40 Dollar im Monat und bekommst diese Box jeden Monat zugeschickt. Hier gehen die Motorräder ab, okay. Umgerechnet sind es ungefähr 37,95. Je nach Kurs müsst ihr mal schauen. Wir schauen jetzt aber erstmal, was drin ist. Ne? Ihr könnt, wenn ihr bei Sisi bestellt, immer meinen Link unten benutzen, bekommt 10% auf was auch immer ihr kauft, außer die Box, weil das ja schon günstiger ist, als wenn ihr es einzeln kaufen würdet. Ich rechne euch zusammen, was hier drin ist und ihr könnt auch gerne nachkaufen, wenn ihr möchtet. Ne? Wie gesagt, so eine Abo-Box, ich kann es nicht mehr empfehlen, weil einfach zu viel schiefgelaufen ist. Wir hatten Oktober und November komplett dieselben Produkte. Ich habe Sisi angeschrieben, mehrfach, und habe keine Antwort bekommen. Und jetzt sind wir gespannt auf die Dezember-Box und ich habe richtig Angst, wirklich. Hier ist sie. Ich traue mich gar. Nein. Wollen die mich verarschen? Packe ich die überhaupt aus? Wollen die mich verarschen? Sisi? So, geil. Okay, Leute, echt. Ehrlich. Es ist dieselbe. Es ist der Pinsel. Ich zeige es euch jetzt. Ihr guckt euch die Oktober- und die November-Box an. Das Unboxing. Es ist genau dasselbe. Es ist ein Color Liquid Eyeliner in Weiß. Entschuldigung. Ist nicht tief geflogen hier, ne? Es ist die Foundation. Ich mache die jetzt nicht nochmal auf. Phoenix Foundation 04 ist dasselbe. Und es ist wieder der Lippenstift. Und es ist wieder eingebeult und es sind wieder dieselben Produkte. Das Video kann ich euch zwischendurch so hochladen. Das wird ja gar nichts. Ich habe 40 Dollar dafür bezahlt. Oh, jetzt reicht's. Also wirklich. Jetzt haben wir seit Oktober dieselben. Oha. Oh nee, wirklich nicht. Nee, komm, zahlt doch einfach jeden Monat 40 Euro, um immer wieder dieselben Produkte zu bekommen. Was ist das denn? Ja, klar, brauche ich dreimal. Wisst ihr, ich habe es jetzt einmal doppelt. Ah! Krieg's gar nicht mehr rein. Und hab's euch deshalb einmal verlost. So, einmal geht's an euch. Gut, dann hat's noch einen Sinn gemacht, ne? Dann kriegt ihr das jetzt. Ich kann es ja. Wisst ihr was? So, dann haben wir noch was Gutes. Ich habe ausgelost mit so einem schönen Zufallsgenerator. Jetzt verkünde ich gleich, wer gewonnen hat. Dann haben wir hier noch was Gutes im Video. Das ist eine Frechheit. Oktober war diese Box bei uns. November komplett dieselbe Box. Heißt, alle, die gesagt haben, oh, ich habe es verpasst, ich fand die eigentlich ganz gut, konnten noch mal ein Abo abschließen, haben im November dieselben Sachen bekommen wie im Oktober. Jetzt sind wir im Dezember. Die Box, auf die alle gewartet haben, warum tatsächlich Leute noch nicht gekündigt haben, weil sie ja noch die Dezember-Box haben wollten. Und es sind wieder dieselben Produkte. Es ist sogar mit so einem dreckigen Aufkleber hier zugeklebt. Seht ihr das? Der ist gelb. Ist das alt? Kam das zurück? Haben wir es jetzt nochmal rausgeschickt? Ich bin seit was? Jetzt 2 Jahren bei Sisi. Und das ist der Dank dafür. Entschuldigung. Rums. Da knallt es hier hinten auch schon. Was ist das denn? Nee, keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Packe schicke ich es wieder zurück? Nach China? Witzig. Das war's. Ich dachte, ich zeige euch Sisi weiter. Es sind viele abgesprungen. Kaum noch jemand packt das Ding aus. Was soll ich denn euch jetzt auspacken? Wieder dieselbe.
Mummel. Soll ich das jetzt nochmal verlosen? Ja, geil. Nee, ich schreibe die an. Das wirklich, Leute, wirklich. Das sind jetzt 120 Dollar für dieselben Produkte. Wieder, ne? Dreimal 40 Dollar. Das kannst du gar keinem erzählen. Mit welcher Begründung? Ey, es sind so schöne Sachen, ne? Es sind wirklich so schöne Sachen von CC. Ach, hier übrigens, das ist die Foundation, die da drin ist. Bitte, komme ich jetzt nicht rein. Das ist sie. So, da seht ihr sie. Der Lippenstift, der da drin ist, der sieht so aus. Also, falls ihr die CC-Box bestellen wollt, das ist wirklich schön, ne? Der ist noch graviert, den habe ich jetzt schon benutzt. Das ist auch richtig schön graviert. Das ist einfach wunderschön. Und anscheinend ist es ja jetzt egal, wann ihr die Box abonniert, ihr bekommt immer dieselben Produkte. Diese Foundation, dieser Lippenstift, Pinsel und Liquid Eyeliner, da kommt hin. Es piept mich wirklich an jetzt, ne? Ich habe mich jetzt auch nicht beruhigt. Ich habe mich jetzt auch nicht krass aufgeregt, aber das mache ich dann jetzt halt noch. Was soll ich euch denn zeigen? Jetzt mal ehrlich. Und jetzt kommt wieder garantiert keine Antwort. Ich werde die bombardieren mit Nachrichten. Was ist denn das? Wollen wir was Gutes machen? Wollen wir noch was Gutes machen? Mann, ey, wirklich. Okay, wir beruhigen uns alle, ne? Wir haben ja noch eine. Die erste Wiederholung hat uns ja was gebracht, hat euch allen ja was gebracht. Ich suche es kurz jetzt in meinem Handy, ne? Weil ich einfach die Sachen, die ich da doppelt hatte, an euch verlost habe. So, jetzt sind wir aber dreifach. Also nicht mehr doppelt, jetzt haben wir die Sachen dreifach. Soll ich jetzt noch eine Verlosung machen? Nee, das ist blöd. Ihr Lieben, okay. Ich habe ausgelost. Ich habe den Screenshot jetzt hier. Und wir möchten uns ja freuen, ne? Also, ihr Lieben, wir haben tatsächlich eine Gewinnerin. Aber jetzt weint das Kind. Es passt einfach zur Box, ne? Bleibt dran, es ist spannend. Ich sag euch gleich, wenn das Kind nicht mehr weint, wer gewonnen hat. Was für ein Video, ich freue mich. So. 500 Katastrophen später bin ich wieder da. Aber wir machen jetzt hier, wir finden jetzt hier ein schönes Ende. Ich werde die anschreiben, werde mich beschweren, werde höflich nachfragen und werde schauen, was passiert. Keine Ahnung, was ich mit diesen Sachen mache, ob ich die wiederbehalten muss. Dann verlose ich sie bei 999. Also mach die 999 voll, dann verlose ich wieder eine CC-Box. Keine Ahnung, aber wir machen jetzt ein schönes Ende. So, hier habe ich nämlich schon die letzten CC-Produkte drin. Plus noch ein paar andere Sachen, Elemis, etc. pp. Ne, so ein bisschen was, dass es noch ein schönes Weihnachtsfest wird für eine von euch. Ich habe schon ausgelost, wer sie bekommt und blende es euch jetzt hier ein. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, schön spannend, ne? Wir wollen ja noch ein positives Ende kriegen und jetzt komm, freu dich bitte. Biggie! Biggie, Elas, dein Kommentar ist aufgeploppt. Ich habe es einmal durchlaufen lassen. Und das ist jetzt, mittlerweile sind es zu viele Kommentare, als dass ich alles ziehen kann. Und die Maschine hat gesagt, du bist es. Ich freue mich sehr. Dein Name sagt mir auch schon was. Ich habe dich auf jeden Fall schon öfter gelesen. Ich freue mich sehr, dass du gewonnen hast. Schreib mir bitte auf Instagram. Wir haben hier einen Instagram-Namen. Wir haben eine E-Mail-Adresse. In den Kommentaren kannst du mir auch schreiben, aber da willst du bestimmt nicht deine Adresse reinschreiben, denn die brauche ich. Schick mir deine Adresse, dann kann ich das Paket zu dir losschicken. Es ist bereits so noch dein Name drauf und dann kannst du hoffentlich noch vor Weihnachten ankommen. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, du freust dich auch. Und dann haben wir noch ein schönes Ende gefunden. Juhu! Ich halte euch auf dem Laufenden. Falls ich irgendwas höre, kommt ein Short oder ein Video oder ein Text oder ein Grumpy Cat. Ich weiß es noch nicht genau. Jetzt feiern wir erstmal alle Biggie. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass du immer so fleißig guckst und kommentierst, so nette Worte findest. Das Q&A habe ich euch abgefilmt. Ich mache aber auch gerne noch mehr und noch andere, weil da bin ich ja irgendwie nicht so weit gekommen. Also schreibt mir gerne immer unter die Videos irgendwelche Fragen, die euch einfallen. Ich sammle fleißig. Und dann machen wir das ab und zu mal, dass wir ein bisschen quatschen. Jetzt ist erstmal herzlichen Glückwunsch an Biggie. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir lassen uns nicht ärgern, also enden wir jetzt mit einem Smile und sind gespannt, ob wir eine Antwort bekommen. Tatsächlich. Habe ich auch noch nicht erlebt. Hätte ich nicht erwartet. So, aber wir freuen uns trotzdem alle für Biggie. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass ihr alle mitmacht. Nächste Verlosung kommt. Viel Glück euch und bis dahin, alle im Chor, lasst euch nicht ärgern.